Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Heute schauen wir uns mal wieder Abgrenzung an, und zwar Abgrenzung auf der emotionalen Ebene, wo es vor allem darum geht, wo du von anderen Gefühle aufnimmst, Stress aufnimmst. Und du kennst ja vielleicht das Gefühl, der Arbeitskollege, die Arbeitskollegin hat einen Stress, sagt, ah, das gehört gemacht, das gehört gemacht. Und auf einmal spürst du, dass du selber schon nervös wirst und dir denkst, ich habe einen Zeitdruck, den du vorher vielleicht noch gar nicht gehabt hast. Und heute schauen wir uns genau diesen Stress an, diesen emotionalen Stress, diesen Erledigungsstress. Es gehört etwas erledigt, es gehört etwas gemacht, dieses Gefühl der Getriebenheit, dass wir das mal rauskriegen. Denn es ist sicher die schlechteste Entscheidung, einfach nur herumzurennen und herumzustressen und völlig darauf zu vergessen, was eigentlich wichtig ist, was einem Kraft gibt. Und drum werden wir da jetzt mal durchputzen. Also raus aus dem emotionalen Stress von anderen, raus aus allen Energien, die du von außen aufschnappst, und rein in deine Mitte, in deine Kraft. Dann lade ich dich gleich mal ein, schließ mal deine Augen und atme bitte mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und ruhiger. Und du erlaubst dir mal ganz ins Hier und Jetzt, in diesen Augenblick zu kommen. Und wie kommst du in diesen Augenblick? Stell dir einfach mal vor, die ganze Welt, inklusive Vergangenheit und Zukunft, ist wie eine riesen Dartscheibe, wie eine Zielscheibe. Stell dir mal diese Kreise vor. In der Mitte hast du wirklich so dieses Bullseye, du hast wirklich genau diesen Mittelpunkt und du hast verschiedene Kreise rundherum, wie bei einer Dartscheibe. Und du fokussierst dich jetzt genau diesen Mittelpunkt anzustreben. Das heißt, du gehst jetzt wirklich zu diesem Mittelpunkt der Dartscheibe. Und das ist einfach der Hier- und Jetzt-Punkt, der Mittelpunkt der Dartscheibe. Und rund um dich sind Kreise. Du bist im Zentrum und rund um dich sind mehrere Kreise aufgebaut. Und diese Kreise sind, und das kannst du dir so vorstellen, deine Auraschichten. Also du bist im Zentrum, im Hier und Jetzt, und rund um dich sind deine Lebensenergie, deine zweite Schicht, so deine dritte Schicht, alle Energiekörper, die dann mit den Chakren, dem ersten, zweiten, dritten, vierten Chakra korrespondieren, sind da jetzt um dich gereiht. Und du bist im Mittelpunkt dieser Schichten. Und aus diesem Zentrum heraus beobachtest du jetzt mal vor allem mal deinen dritten Körper, den dritten Energiekörper, der mit dem Solarplexus zusammenhängt. Und das ist der Ich und die anderen Körper. Und du schaust einfach mal, was hast du denn da so drauf auf diesem Körper? Also stell dir mal vor, du bist wirklich wie in der Mitte von so einer Kuppel, wie von einem Zelt fast. Und du schaust dir jetzt mal diese Leinwand an von diesem Zelt und schaust mal, ist da was verschmutzt? Sind da irgendwo Risse drinnen? Ist da irgendwo was drauf, was du das Gefühl hast, dass dieses Zelt, diese Leinwand eingeschränkt ist? Und wie schaut die Leinwand überhaupt aus? Wie schaut dieses Zelt denn aus? Es ist ein sehr altes Zelt, zerlumpt. Oder es ist ganz neu. Wie nimmst du es denn wahr? Und ganz gleich, wie du dieses Zelt jetzt wahrnimmst, du erlaubst dir jetzt mal bewusst zu machen, dass alle Lücken und alle Verschmutzungen von diesem Zelt, das sind fremde Energien oder negative Beeinflussungen. Und die werden jetzt gereinigt. Und du kannst dir vorstellen, dass du jetzt wirklich dieses Zelt beginnst zu flicken,
und die dreckigen Stellen abzuwaschen, dort wo es vielleicht staubig ist oder wo irgendwo Spritzer drauf sind auf dem Zelt, wo es irgendwie abgenutzt ist, kannst du wirklich neue Stoffflächen auftragen. Also du beginnst jetzt mal dieses Zelt, diese dritte Schicht zu bearbeiten. Du kannst es wirklich, wenn du möchtest, so auch mitdeuten, wenn du dir leichter tust, dass du wirklich sagst, okay, dann nähe ich jetzt was oder da flicke ich jetzt was oder da streiche ich einmal ein bisschen etwas neu oder ändere die Farbe auch des Stoffes. Und alle Beeinträchtigungen werden da jetzt abgewaschen, wir kommen da jetzt weg. Alles, was diese dritte Schicht jetzt brüchig gemacht hat und was vielleicht durch die Brüchigkeit dieser dritten Schicht auch zu dir reingedrungen ist, kann ja sein, dass da wohl reingeregnet hat oder in Energie reingekommen ist. Diese Energien, die da nicht reingehören zu dir, werden abgesaugt. Und die Löcher, wo die Energie reingekommen ist, die werden gestopft. Die Risse werden genäht. Also du spürst, dass dieses Zelt, diese Schicht um dich immer klarer wird, immer reiner wird. Und du spürst auch, je klarer und reiner dieses Zelt wird, diese Schicht wird, umso freier und bewusster wirst du. Und jetzt spürst du mal, dass dieses Thema Ich und die anderen ein Spiel um dein Bewusstsein ist. Ist dein Bewusstsein bei dir oder ist dein Bewusstsein woanders? Und alles Bewusstsein sollte bei dir sein, bei dir selbst, sodass du selbstbewusst und klar bist. Und erlaube dir jetzt mal diesen Begriff, ich bin mir selbst, ich bin mir meiner selbst bewusst, einfach nochmal in dich zu verankern. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich bin mir meiner selbst im Hier und Jetzt bewusst. Und mit diesem Bewusstsein, mit dieser Bewusstheit erlaubst du dir nun, noch tiefer und klarer in deine Mitte zu kommen. Und du siehst jetzt eben die dritte Schicht ist jetzt klar, die strahlt. Und jetzt gehst du dann zum zweiten Ring. Und das ist so dein Nabelchakra. Und schaust dir noch einmal an, wie schaut denn dieser zweite Schritt aus? Wie schaut denn diese zweite Ebene aus? Wie fühlt sich die denn an? Und genauso wie bei der dritten Ebene erlaubst du nun, dass diese zweite Ebene geheilt und gereinigt wird. Und vor allem erlaube jetzt mal, dass sämtliche Energien, die nicht zu dir gehören, nicht in diese zweite Schicht gehören, jetzt einfach sich reinigen und ablösen. Und du spürst, dass diese zweite Schicht, dieses zweite Zelt heller wird, freier wird, reiner und klarer. Und sämtliche Bedrückungen, Beklemmungen, die dich verhindern, lösen sich auf. Und du wirst emotional freier, friedvoller und bewusster. Und du spürst, dass dieser tiefe Frieden jetzt wirklich zum Greifen nahe ist, diese Selbstzufriedenheit, dieses Schön, dass du da bist, schön, dass du ins Hier und Jetzt gekommen bist. Und mit diesem Bewusstsein, schön, dass du da bist, schön, dass du ins Hier und Jetzt gekommen bist, öffnet sich jetzt dein Wurzelchakra und breitet sich noch mehr aus. Und in diesem Ausbreiten spürst du, dass du dich mehr und mehr erdest, immer klarer und bewusster wirst. Und in diesem Erdungsprozess, in diesem Bewusstwerdungsprozess,
Sinkst du tiefer in das Hier und Jetzt, in die Gegenwart? Du atmest also tief ein und wieder aus und spürst Frieden und Klarheit in dir. Und du spürst, dass mit der Reinigung deines Wurzelchakras auch so diese erste Schicht, deine Körperschicht, deine Powerschicht gereinigt ist und wirklich in eine neue Kraft, in eine neue Energie kommt, die du auch nutzen kannst für dich. Und diese Kraft und diese Energie spürst du jetzt in dir und um dich herum, vor allem so diese ersten zwei, ersten drei Zentren, Wurzel, Nabel, Solarplexus und die Schichten dazu spürst du, dass die ganz klar sind. Und nun als kleine Bonusrunde erlaubst du dir auch die vierte Schicht, deine Herzensthemen auch nochmal zu lösen. Also alle Energien, die in der vierten Schicht gespeichert sind, im Zentrum zwischen Liebe geben, Liebe nehmen, werden nun transformiert. Jegliche Manipulationsenergien, Selbstboykottenergien werden nun transformiert. Und du wirst klarer, freier und bewusster. Und in diesem Bewusstseinsheilungsprozess, wo sich auch so dein Herzzentrum mit dem Solarplexus, dem Nabel und dem Wurzelchakra synchronisiert, in diesem Synchronisationsprozess erwacht dein inneres Licht, dein inneres Bewusstsein und du nimmst voller Freude, Dankbarkeit und Leichtigkeit das Geschenk an deines Lebens. Denn alles, was hier passiert, ist ein Geschenk. Alles, was du erlebst und erfahren kannst, ist ein Geschenk. Und du nimmst nun dieses Geschenk voller Zuversicht. Und jetzt atme noch einmal tief ein. Und wieder aus. Und spür mal, wie du klarer wirst, wie du ganz in deinem Zentrum bist, wie sich dieses Zentrum auch noch einmal wirklich ausgeweitet hat und wie du voller Kraft über den Dingen deines Alltags stehst. Und du bedankst dich jetzt mal bei deinen geistigen Helfern und Führern für die Unterstützung. Und spürst jetzt nochmal nach, spürst diese Energie. Und atme nochmal tief ein und wieder aus. Und dann streck dich mal durch, beweg deinen Körper. Beweg deine Arme, deine Beine. Ganz in deinem Tempo. So, dass du dich wieder gut wahrnehmen kannst und komm mit deinem Alltagsbewusstsein in die Gegenwart zurück und spür mal rein, was sich bei dir verändert hat. Und in deinem Tempo öffnest du dann deine Augen und kommst ganz zu dir zurück. Wie ist es dir gegangen? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Schreib sie mir gerne in die Kommentare. Es war mal so eine intensive Reinigung, einfach der Auraschichten auch, so Fremdenergien lösen, so dieser ersten Schichten. Und ja, ich bin natürlich schon gespannt, was du dazu sagst. Freue mich wie immer über einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, teile die Videos. Da hilfst du mir irrsinnig weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder, entweder bei einer Sitzung live hier im wunderschönen Linz oder auch natürlich online per Zoom. Und ich wünsche dir jetzt mal alles Liebe aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erni. Tschüss.